B1.3. Berechnen Sie die Längen der Strecken a und b in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte a n. Also schauen wir uns an, wie liegt die Strecke nochmal drin. Wir haben hier in der Zeichnung im Blauen der Punkt a1 und b1. Und die einfachste Überlegung ist, liegt diese Strecke parallel zu einer Achse? Wenn ja, können wir einfach entsprechend Koordinaten voneinander abziehen. Liegt sie nicht parallel, müssen wir über Vektoren und ein Steigungsdreieck gehen. Wir sehen, a1, b1 liegt parallel zur y-Achse, also gilt y-Wert vom oberen Punkt minus y-Wert vom unteren Punkt. Der obere Punkt ist der a1, also kriegen wir die Strecke über, ich schreibe, wir brauchen noch vorneweg an, bn, ist gleich y-Koordinate vom oberen Punkt, das ist der Punkt a, minus y-Koordinate vom unteren Punkt, das ist der bn. Ja, wichtig ist, wir brauchen hier die allgemeinen Punkte und nicht der a1 und b1, sondern a1 und bn, heißt ja hier die Länge der Strecke a1, bn. So, dann müssen wir nachschauen, was haben wir für y-Koordinate für a1 und bn. Das steht in der Aufgabe drüber nochmal. Hier oben im gelben Bereich haben wir an ist gleich x und minus 0,25x² plus 0,5x plus 3,75. Das ist, ja, der hintere Teil hier, das ist die y-Koordinate von an. Und den bn haben wir hier stehen. Das ist hier die y-Koordinate. Und die einfach voneinander abziehen. Also ist gleich, was hat man jetzt nochmal, minus 0,25x² plus 0,5x plus 3,75. Jetzt ein Minus und Achtung, wir ziehen jetzt die komplette y-Koordinate von bn ab, also müssen wir eine Klammer setzen, minus 0,1x minus 2. Ohne diese Klammer würde dieses Minus nämlich nur auf die minus 0,1x gehen, aber nicht mehr auf das minus 2. So, dann nächster Schritt, Klammern auflösen. Den Rest schreibt man einfach ab. So, minus minus 0,1x sind plus 0,1x und minus minus 2 sind plus 2. Und jetzt müssen wir es nur noch zusammenzählen, minus 0,25x² plus 0,5x plus 0,1x sind plus 0,6x und plus 3,75 plus 2 sind plus 5,75. Längeneinheiten, und das ist genau das Zwischenergebnis, das hier oben steht. Und damit sind wir schon fertig.